Hallo meine Lieben, neues Quartal, neue Zahnbürsten. Allmählich kennt ihr das ja schon von mir, dass ich zu jedem neuen Quartal auch meine Zahnbürsten erneuere. Man soll ja alle 3 Monate neue Zahnbürsten verwenden und damit ich mir nicht immer irgendeinen Termin merken muss, habe ich mir angewöhnt, einfach zu jedem neuen Quartal meine Zahnbürsten zu erneuern. Jetzt ist es wieder soweit, wir werden auch gleich in mein Badezimmer gehen und dann zeige ich euch mal, was ich mir für dieses Quartal ausgesucht habe. Ich achte immer so ein bisschen auf die Farben, je nach Jahreszeit, bringt mir immer sehr viel Spaß, das so ein bisschen abzupassen. Ansonsten möchte ich euch aber auch noch einmal darüber informieren, mein Code DrAmi20, der wurde verlängert bis 31.12. diesen Jahres. Denn ich habe in letzter Zeit immer mal wieder Nachfragen bekommen bezüglich der Gültigkeit meines Codes. Also noch einmal für alle, bis 31.12.22 wurde mein Code verlängert. Mit dem Code DrAmi20 spart ihr 20% auf alle Produkte bei jeder Bestellung und das schon ab dem ersten Euro auf www.curaprox.de. Und jetzt geht's in mein Badezimmer. Ich stehe jetzt hier vor meinem Badezimmer-Spiegelschrank und diese beiden Zahnbürsten müssen erneuert werden. Einmal die Curaprox Velvet und die Curaprox Ultra Soft. Ich hatte hier eine Limited Edition, ich glaube Summer Edition oder Bathroom Edition, eins von beiden, so hieß die. Und ja, ich achte immer so ein bisschen darauf, dass das farblich zusammenpasst. Das bringt mir immer sehr viel Spaß, das farblich abzustimmen. Dann brauche ich noch neue Bürstenköpfe für die Hydrosonic Pro. Einmal den Sensitiv-Bürstenkopf und den Single-Bürstenkopf. Die anderen Bürstenköpfe müssen nicht neu, weil ich die nicht benutze. Hatte ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt. Die hängen hier nur, weil ich die alle mal getestet habe. Und dann brauche ich auch noch eine neue Hand-Single-Zahnbürste. Ich hatte jetzt die 1009 die letzten Monate verwendet, im letzten Quartal. Und ich wechsle immer ganz gerne mal zwischen dem elektrischen Aufsatz von der Hydrosonic Pro und so einer Hand-Single-Zahnbürste. Das heißt, die muss jetzt auch neu kommen. Und weil das hier im Badezimmer mal so laut ist mit der Lüftung, die im Hintergrund läuft, gehen wir jetzt einmal in den Flur. Da habe ich das schon alles zurechtgelegt und dann schauen wir uns an, was ich mir für dieses Quartal aussuche. So, das ist einmal ein Teil meines Vorrats, den ich im Moment noch zu Hause habe. Marc hat auch noch seine eigenen Sachen zu Hause. Das ist erstmal das, was ich mir hier so rausgesucht habe. Und jetzt überlege ich mir, ja, ich gucke immer so ein bisschen auf die Farben und auch nach Jahreszeit, was gerade zu der Jahreszeit ganz gut passt. Und ich habe hier noch 2 Limited Editions, die ich echt schön finde. Und ich dachte, dieses Schwarz-Weiß passt ganz gut im Winter, also erst im nächsten Quartal. Und dieses hier würde ich jetzt nehmen. Das ist so ein bisschen Gold und Beerentöne. Ich finde, das passt sehr gut zum Herbst. Und dann werde ich diese Beerenfarbe nehmen und Marc bekommt dann die gelbe von mir aufgedrückt. Aber ich glaube, damit wird er schon einverstanden sein. Und also das hier ist ja die Ultra Soft. Dann brauche ich noch eine Velvet dazu. Die beiden Ultra Soft finde ich jetzt gerade nicht so schön. Schauen wir uns mal die Velvets an. Ich habe hier die gleiche Farbe nochmal, die ich jetzt in diesem Quartal schon benutzt habe. Möchte ich jetzt aber nicht gleich im Anschluss nochmal verwenden. Das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen bleiben eigentlich nur noch diese beiden Farben übrig. Ich nehme jetzt einfach die grüne. Ich finde, das ist auch ein bisschen herbstlich, so ein Tannengrün. Und dann so ein Eisblau im Winter im nächsten Quartal. Also das nehme ich für jetzt, für dieses Quartal. Und dann brauche ich ja noch eine neue Single-Bürste und ich nehme jetzt in diesem Quartal mal die 1006 wieder. Die 1006 hat nur 6 mm lange Borsten, ist deswegen etwas kürzer. Die 1009 hatte ich in diesem Quartal benutzt, hat eben 9 mm lange Borsten, ist also etwas länger und auch ein bisschen weicher. Aber jetzt möchte ich gerne wieder die etwas kürzere und etwas härtere benutzen in diesem Quartal und ich finde, die Farbe passt sehr gut dazu. Also diese 3 Zahnbürsten werden es für mich. Die 1006, die Velvet und die Ultra Soft. Das war, meine ich, die Tiger Edition hier. Und die gelbe ist dann für Marc. Er benutzt auch noch eine Velvet und eine Single Zahnbürste, aber die sucht er sich dann selber aus. Und ich nehme natürlich auch neue Bürstenköpfe. Die habe ich mir hier schon rausgesucht. Den Single und den Sensitiv Bürstenkopf. Den Powerbürstenkopf verwende ich gar nicht. Also damit bin ich dann jetzt auch schon soweit durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dient euch ein bisschen als Inspiration. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert auch meinen Kanal.
Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht mit den Zahnbürsten, welche ihr verwendet und falls ihr Curaprox benutzt, ob ihr auch so ein bisschen auf die Farben achtet. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das macht. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen mit meinem Code bei Curaprox. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.